Hallo meine Freunde, herzlich willkommen bei Abenteuer Hinterland und herzlich willkommen in meinem schönen Heimatwald. Ich habe mich auf eine kleine Tour aufgemacht. Ein Nachbar von mir, den habe ich gestern im Wald getroffen, der sagte, dass hier wohl wieder eine Wildschweinrotte sehr aktiv ist. Deswegen bin ich jetzt mal raus. Wir haben schon einen späten Nachmittag und ja, die Natur führt Regie. Mal schauen, ob ich vielleicht ein paar Wildschweine entdecke. Und an dieser Stelle nochmal eine Information, hier ist kein Gehege oder so. Alle Tiere, die ich hier filme, die leben wirklich frei hier im Wald. Denn ich habe ja schon das ein oder andere Wildschwein gefilmt. Und dann haben auch mal Leute geschrieben, das ist bestimmt im Gehege oder so. Nee, das sind hier wirklich frei lebende Tiere. Und das macht das Ganze natürlich viel interessanter, als wenn man sich so ein Tiergehege anschaut. Und naja, vielleicht sehe ich welche, vielleicht auch nicht. Ich habe alles bei, ich habe einen Tarp bei, ich könnte optional viele Möglichkeiten, das lasse ich mir immer offen. Da möchte ich direkt auf eine Anmerkung unter meinem letzten Video kommen. Da hat nämlich jemand gesagt, warum schlägst du dir nicht immer einen Tarp auf? Ganz einfach, weil ich immer spontan sein möchte und ich auch sehr, sehr gerne rumstrome. Das mache ich eigentlich viel lieber, als mir einen Tarp aufzustellen, denn dann endet das meistens so, dass man auch da drunter bleibt und die Tage sind sehr kurz. Und deswegen, ich liebe die Spontanität. Wenn ich Lust habe, einen Tarp aufzubauen, ich habe alles mit dabei. Und wenn nicht, dann halt nicht. Einfach die Freiheit hier in der Natur genießen, das ist für mich die oberste Gemütlichkeit. So, ich gehe jetzt mal weiter. Es soll auch noch zum späten Nachmittag richtig nebelig werden. Naja, schauen wir mal. Taschenlampe, Stirnlampe, ich habe alles dabei. Es kann eigentlich nichts passieren. Bis gleich. Ja, das ist ein Blick von der Langen Hart übers Graubachtal zum Köppel rüber. Und ihr seht, die Wolken hängen verdammt tief. Aber ich habe es schon oft gesagt, ich liebe solches Wetter. Das ist was ganz Besonderes für mich immer. Wie alle Naturereignisse auch schon, als ich Kind war. Und mich noch nicht so gut mit manchen Sachen auskannte. Da lag ich im Sommer, saß ich die ganze Nacht vorm Bett, weil ich Wetterleuchten gesehen habe. Heute weiß ich, dass das hunderte Kilometer weg sein kann, das Gewitter. Und als Kind habe ich die ganze Nacht da gesessen und habe gedacht, wann kommt endlich das Gewitter zu mir? Genau wie Schnee oder ja, Gewitter eben genannt. Solche Natursachen, das hat mich als Kind immer schon fasziniert. Und so finde ich auch jede Jahreszeit schön. Und ich finde das, zum Beispiel auch bei dem Wetter heute hier, finde ich das viel, viel schöner und interessanter in der Natur, als wenn wir jetzt, weiß ich nicht, 30 Grad im Schatten hätten und blauen Himmel. Natürlich hat das auch was Schönes. Aber das hier finde ich persönlich jetzt viel, viel interessanter und schöner. Dies hier ist die Schneise, wo ich die Wildschweinrotte gefilmt habe. Das Video ist auch noch online auf meinem Kanal. Wen es interessiert, müsst ihr mal schauen, auf der Suche nach der Wildschweinrotte. Im dritten Teil habe ich es geschafft, sie zu filmen. Da unten ist die Schneise jetzt allerdings breiter gemacht worden. Welchen Sinn das hat, weiß ich nicht genau, aber da das so akribisch gemacht wurde, denke ich mal, vielleicht werden da neue Bäume gepflanzt. Ja, das kann ich nicht so genau sagen. Ja, hier war das, wo ich dann die Wildschweine gefilmt habe. Ja, unschwer zu erkennen, dass hier Wildschweine waren.
Ich finde das erstaunlich, was die für eine Schnauze haben, weil dieser Waldweg hier, der ist schon ziemlich gut gepresst. Also das allein mit der Hand hinzukriegen, das wird schon sehr schwer. Und wenn die da so mit der Schnauze hier reingehen, also die haben schon wirklich, wirklich große Kraft. Das sieht mir ja auch hier noch relativ frisch aus. Vielleicht haben wir ja mal Glück. Und wir sehen welche hier drüben ganz deutlich zu erkennen. Also das sind typische Wildschweinspuren. Ja, die graben auch ruckzuck so einen Wald um. So, meine Lieben, ich gehe jetzt doch zu so einer kleinen Waldhütte. Diejenigen, die meine Videos kennen, die kennen diese kleine Hütte. Denn das fängt jetzt doch schon stärker an zu regnen. Das war so nicht angesagt. Und das ist mir einfach jetzt schon zu spät, jetzt mir jetzt ein Lager zu bauen mit einem Tarp. Ich habe zwar alles bei, aber wie gesagt, das geht jetzt schneller, wenn ich jetzt hier zu dieser Hütte gehe. Und da werde ich es mir ein bisschen gemütlich machen. Habe auch eine sehr gute Aussicht von dort, wo vermehrt Wildschweinaktivität die letzten Tage war. Und vielleicht bekomme ich noch mal was für die Kamera. Es wird zwar schon gleich dunkel werden, aber schauen wir mal. Wie gesagt, hier führt die Naturregie und das ist auch das Spannende hier im Wald. So, jetzt bin ich gleich an der Hütte. Ja, meine Freunde, ich genieße das hier wieder in vollen Zügen. Es ist natürlich alles nass, alles feucht. Man schwitzt sehr schnell in diesen Fließsachen, die ich hier drunter habe. Aber das macht nichts. Die Schönheit der Natur überwiegt das alles. Auch wenn da gerade mal wieder ein Flugzeug fliegt. Lass es fliegen. Naja. Ja, als ich das letzte Mal hier war, da wollte ich mir hier noch einen Kaffee oder einen Tee kochen und hatte meinen Spiritusbrenner vergessen. Heute habe ich alles bei. Ob ich mir aber wirklich noch einen Tee mache oder einen Kaffee, das habe ich noch gar nicht so richtig entschieden. Kommt ja immer drauf an. Oder einfach hier sitzen und genießen und abwarten, was hier so passiert. Vielleicht kommen ja wirklich noch Wildschweine hier unten auf der Wiese. Wenn da jetzt so eine Rotte kommen würde, könnte ich die von hier oben wunderbar filmen. Außer es ist schon zu dunkel. Bei diesem Video müsst ihr mir die Videoqualität sowieso ein wenig verzeihen, denn ich habe natürlich nicht so teure Kameras, die jetzt hier noch ein super Bild machen. Das wird natürlich mit zunehmender Dämmerung auch immer pixeliger, das Bild. Aber darauf kommt es mir in diesem kleinen Film hier nicht drauf an. Sonst hätte man ja gar keine Gelegenheit, dieses Ambiente hier mal zu filmen.